Als mein Vater einmal beim Fischen war, da... Hörst du mir zu, Mowgli? Ja, Balu. Wo war ich? Also nach 5 Tagen und 3 weiteren. Wenn man zunächst keinen Erfolg hat... Gibt man auf? Nein, niemals. Habe ich dir schon mal erzählt? Balu, würdest du bitte mal still sein? Einige von uns möchten schlafen. Er hat nicht einen einzigen Fisch entdeckt. Erst als er zum 14. Mal... Balu, warum gehst du nicht schwimmen oder so? Dir gefallen meine Geschichten also nicht? Oh doch, die ersten 3 Mal schon. Hey Leute, kommt, machen wir einen Wettbewerb, wer am schönsten springt. Ich bin eine Katze und Katzen mögen Wasser nicht. Ach, sei doch kein Spielverderber, Bagheera. Ich spring zuerst! Yeeha! Aber bleib schön in der Nähe! Das macht Spaß! Komm schon, du bist dran, Balu! Was für ein Sprung. Eine perfekte 10, hä? Mowgli? Mowgli! Typisch Mowgli. Er veräppelt uns wieder. Jakala! Oh, keine Panik, Mowgli! Wir werden dich retten! Junge, dann wirst du auch nicht verletzt. Bagheera! Mowgli! Bagheera! Bagheera! Mowgli! Oh, Mowgli. Und Bagheera ist ebenfalls ertrunken. Balu? Wo ist er? Ist er... Nein, er lebt. Sie schwimmen in Richtung Sumpf. Wir müssen ihm folgen. Aha, jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Ich reiße dem Krokodil die Beine einzeln aus. Ich mache aus ihm eine Handtasche. Komm schon, wir müssen los. Im Sumpf haben wir keine Chance. Wir würden dort einfach versinken. Wir müssen uns etwas anderes überlegen. Wir brauchen einen Plan. Wir brauchen Hilfe. Hast du vor, mich zu fressen? Nein, aber das denken alle immer von uns. Krokodile, Menschenfresser. Ich weiß auch nicht, warum wir einen so schlechten Ruf genießen. Weil ihr Menschen fresst. Heute nicht. Heute wirst du mein Ehrengast sein. Mhm. Es wird ein Festmahl geben. Ein Festmahl? Beeil dich bitte, Bagheera. Ich mache so schnell ich kann. Und vergiss nicht, was auch immer Jakala dir sagt, begib dich auf keinen Fall in den Sumpf. Schön, wieder zu Hause zu sein. Wo ist das Festmahl, von dem du gesprochen hast? Direkt hier. Oh, habe ich das nicht erwähnt? Du bist es. Aber du hast versprochen, mich nicht zu fressen. Das werde ich nicht. Aber meine Gäste, die sind ziemlich hungrig. Meine 5 Söhne. Sie müssen üben, wie man menschliche Beute jagt. Oh, meine armen Tatzen und Krallen. Wenn ihm irgendwas zustößt, dann... Bitte nicht! Sehr ist Zeug, der Matsch.
Oh, wo bleiben meine Manieren? Dies ist Weißer, mein Ältester. Grabscher, Schwarzer, Fresserchen. Und das ist Colin, mein Jüngster. Mowgli! Mowgli, wie geht es dir? Ich stecke hier fest. Und Jackales Jungs sollen gleich mit mir üben, wie man Menschen jagt. Ich schwöre dir, das wirst du mir bitter büßen, Jackala. Ja, ja, ich weiß. Du machst aus mir eine Handtasche. Das sagen sie alle. Eine Handtasche? Wenn ich mit dir fertig bin, kann man aus dir nicht mal einen Gürtel für einen Moskito machen. Wenn du meinst, dann komm doch mal her, Baloo, und fang gleich damit an. Tu es nicht, Baloo. Du bleibst hier stecken. Ich verfluche dich. Du wirst nicht gewinnen. Ich habe schon gewonnen. Ich gewinne immer. Halt durch. Bagheera wird gleich kommen. Und wenn ich gewinne, dann habe ich eine hübsche Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, hm? Sag mal, Baloo, du hast mir doch neulich eine tolle Geschichte erzählt über 5 junge Krokodile. Was? Weißt du nicht mehr? Es waren einmal 5 junge Krokodile. Und ihre Namen waren Beißer, Grabscher, Schmatzer, Fresserchen und Colin. Wie ging die Geschichte nochmal? Jetzt erinnere ich mich an diese Geschichte. Ein Kroko war unheimlich schlau und ein anderes war unheimlich dämlich. Das bist du, Schmatzer. Nicht jetzt, Jungs. Lasst uns mit der Jagdübung fortfahren. Die Geschichte. Ja, und der geht zum Wir wollen die Geschichte hören. Gut, dann passt mal auf, ihr jungen Schnapper. Habt ihr es euch bequem gemacht? Ja. Kommt sofort her! Dann werde ich mal beginnen. Es war einmal der junge Colin, der sehr, sehr hungrig war. Ich soll ihm erzählen! Ich bin von mir! Ja. Also sagte er, lasst uns fischen gehen. Und dann schwammen sie und schwammen. Und Colin merkte, dass sie nur noch zu viert waren. Sie schwammen etwas weiter. Und dann waren es nur noch 3. Dann 2. Und dann nur noch er. Was ist passiert? Wo sind wir hin? Stopp! Stopp! Genug von diesem Blödsinn! Hört ihm gefälligst nicht mehr zu. Papi, nur noch 5 Minuten. Dann werden wir ihn jagen. Bitte. 2 Minuten. Und dann wird die Übung durchgeführt. Psst, Papi, weiter, wir hören zu. Aber in diesem Fluss lebte ein großes, haariges, hungriges Monster. Es hatte böse Augen. Und Zähne so scharf wie ein Dolch. Das reicht. Die Übung beginnt jetzt. Ich sagte jetzt. Vorwärts, Jungs. Und lasst von ihm nicht mehr als ein paar Knochen für die Geier übrig. Mowgli, pass auf, Achtung. Hardy. Ich bin ja so froh, dich wiederzusehen. Ich grüße dich, kleiner Bruder. Brauchst du vielleicht Hilfe? Dann werde ich dich auch mal begrüßen. Nicht so schnell, Jackala. Streck dich noch ein bisschen. Ich komm nicht an. Fang, Hati. Jackala! Ein super Wurf! Papi, ist das Monster endlich weg? Was hast du denn da in deinem Maul? Nächstes Mal, Menschenjunge! Nächstes Mal! Warum sprichst du denn so komisch, Papi? Na los!
Vielen Dank, Kati. Hab ich doch gern getan. Aber sag mir, kleiner Bruder, wie hast du dir die Krokodile so lang vom Leib gehalten? Wir haben ihnen eine langweilige Geschichte erzählt. Woher kennst du denn langweilige Geschichten? Von meinem erstklassigen Lehrer. Moderne Menschenkinder. Kein Respekt mehr vor den Alten. Als ich jung war, war alles ganz anders. Hab ich euch schon mal von der Zeit erzählt, als ich... Nein, nicht schon wieder. Bitte nicht.